Da sind wir wieder. Weiter geht's. So, nachdem wir ja... Fernab der Horde im Westen, während im Westen der Allianz die Horde marschierte, blieb der Osten ruhig. Doch aus dem Kampf gegen das ultimative Böse waren einige Dämonen von der Fahne gegangen. Und so stand der freien Stadt Benthos ein unruhiger Tag bevor. Nachdem wir ja hier praktisch in der letzten Mission sind, spielen wir erst mal die Dämonenkampagne. Gucken, wie weit die geht. Während die Horde im Westen tobte und gegen die Allianz kämpfte, erhob sich im Osten anderes Unheil. Im Osten. Es begann in der Stadt Benthos, einer der freien Städte, deren Bewohner vor allem für ihren frischen Atem bekannt waren. Oh. Doch unsere Geschichte beginnt in den Gewölben unterhalb der Stadt, die die großen Tempel miteinander verbanden. Dort öffnete sich plötzlich und ohne Vorwarnung ein mysteriöses Portal. Was zur Hölle? Mit diesem Ausruf hatte der Wächter nicht Unrecht. Denn schon kurz darauf hüpfte ein Dämon durch das Portal und stürzte sich auf ihn. Alarm! Wir werden angegriffen! Zu den Waffen! Die Ordenskrieger reagierten schnell und machten sich eifrig daran, die eintreffenden Dämonen zu vernichten. Gleichzeitig öffneten sich in der Stadt ebenfalls solche Portale. Die gewöhnlichen Wachen waren jedoch nicht so auf Zack wie die Glaubensbrüder. Aus einem der Portale hüpfte eine Bande von Schattenkriechern. Sehr schmächtige Dämonen, die nicht gerade für ihre Intelligenz gefeiert wurden. Doch es hatte den Anschein, als ob eine größere und deutlich schlauere Macht von ihnen Besitz ergriffen hatte. Sie sozusagen steuerte. Schnell machten sich diese kleinen Kreaturen auf den Weg zu einem weiteren Portal in der Nähe, um dort auf andere Dämonen zu warten. Machen wir alles kaputt, Junge. Wieder ein langweiliger Tag, was? Was kannst du laut sagen? Hier ist überhaupt nichts. Da wird nicht gequatscht. Kann sie labern halt weiter, wo sie schon lange angegriffen werden. Und da. Ach, oh, der kämpft noch. Ja, das. Die unaufmerksamen Wachen waren den Schattenkriechern nicht gewachsen. Doch eine andere Gruppe hatte das Portal mittlerweile bemerkt und war auf dem Weg, es zu inspizieren. Die Schattenkriecher mussten sich beeilen, sie abzufangen und an der Sabotage zu hindern. Ich eile. Ich beeile. Könnte man auch sagen. Dass man Energieportale durch Flankes drauf einschlagen zerstören kann. War gesichert. Heraus strömten bezaubernde Geschöpfe. Und bezaubernd war das Schlagwort. Ein Succubus, oder genauer, mehrere Succubi strömten aus dem Portal und schlossen sich den restlichen Dämonen an. Auch sie wurden offenbar von einer höheren Macht gelenkt. Diese wollen wir, ohne vorzugreifen, das chaotische Böse nennen. Einige herumlungernde Wachen befanden sich auf dem Weg zum nächsten Portal.
Dies war eine gute Gelegenheit für das chaotische Böse, die bezaubernden Kräfte eines Succubus anzuwenden. Beim tückisch, wie das chaotische Böse nun einmal war, ließ es eine der Wachen bezirzen, worauf diese ihre Kameraden angriff. Ein köstliches Schauspiel. Das hat funktioniert. Währenddessen öffnete sich in einiger Entfernung ein neues Dämonenportal. Heraus strömten Dämonen, die sich jedoch einigen Wachen der Allianz gegenüber sahen. Die Dämonen des chaotischen Bösen machten sich sofort auf den Weg, um ihnen beizuspringen. Ja, wo lang? Kinders? Eine größere Gruppe Wachen hatte sich zusammengefunden und stand der Dämonenschar im Weg. Zu allem Überfluss befanden sich unter denen auch noch jene, deren Augen mühelos selbst Unsichtbares erkennen konnten. Die Schattenkriecher würden hier also wenig nützen. Naja, oder so. Ist der Rest jetzt auch kein Problem mehr. Aufsplitten hilft immer. Ein riesiger Platz trennte die Stadt Benthos in zwei Teile. Dieser Bereich wurde schwer bewacht. Zu schwer für die derzeit noch schwache Armee des chaotischen Bösen. Hier würde die Invasion der Dämonen wohl ihr unrühmliches Ende finden. Ach, wem mache ich was vor? Natürlich ging es weiter. Denn zur rechten Zeit öffnete sich am richtigen Platz ein weiteres Portal, dem nun mächtige Grubenlords entstiegen. Diese gewaltigen Dämonen würden sich von der Verteidigung kaum aufhalten lassen. Mühelos sicherte die Armee des chaotischen Bösen den Platz. Mühelos. Rainer. Dann heilt mal. Da wird es auch nicht weitergehen. Dieser Bereich des Weges wurde schwer bewacht. Es war ratsam für das chaotische Böse, hier nicht weiter vorzurücken und seine Armee zu verheizen, sondern lieber nach einem anderen Durchgang zu suchen. Die Heilung abwarten, ist ja nichts. Mädels, wie sieht's aus? Diesen da. Das ist der nicht wert. Oh, scheinbar nicht, gut. Die Armee des chaotischen Bösen niemals jenes Portal erreichen, von dem ich die ganze Zeit rede, von dem unentwegt getratscht wird. Genau, das, wo Dämonen um ihr Überleben kämpfen. Das, was bald in sich zusammenfallen wird. Komm runter von deinem Trip. Ich frag mir lieber, warum die Weiber nicht heilen, obwohl ihre Energie voll ist. Ich würde mir noch wieder vorankommen, verstehst du? Ja, das ist schon erledigt. Ich muss halt auch auf dem Weg alles zerstören und mitnehmen, weil sonst hat man ein ewiges Gefiech am Hals. Dass aus diesen Häusern rauskommt. Man kann sich mal anklicken. Weiß ich nicht mehr, wie stark es nur ist. Thank you.
endlich erreichten und sicherten die Kreaturen des chaotischen Bösen das Portal. Doch die Gegenseite hatte die Zeit gut genutzt. Eine große Armee der Allianz hatte sich zusammengefunden und hier verschanzt. Nun, dann wurde es Zeit. Das chaotische Böse vertraute hier ganz auf seinen neuesten Armeezugang. Der hier, oder was? Was kann der? Nichts. Tada! Ja, spezielle Fähigkeit hat er keine. Oder? Doch, er kann das angreifen. Was man so angreifen nennt. Muss ich nicht aus dem Raum laufen, weißt du? Mädels. Wenn sie nicht in Reichweite sind, machen sie es nicht, oder was? Den da, auf geht's. Sieht halt einfach mal nicht. Die kleinen Scheißdinger sind jetzt nicht blöd. So lange überlebt haben wir ihn zu einer Runde. Der Platz war eingenommen. Ein riesiges Dämonenportal öffnete sich, direkt nach Oblivion. Moment, nicht nach Oblivion, irgendwo anders hin. Nach Schweinfurt, nach Kopenhagen. Wir wollen nicht schon wieder verklagt werden. Doch dieses Portal konnte sich nicht aus eigener Kraft aktivieren, sondern musste befeuert werden. Diener strömten herbei, um es fertigzustellen. Das chaotische Böse musste Diener und Portal beschützen, um weiterhin seinen Nachschub zu sichern. Die Verteidiger der Stadt würden keinesfalls untätig herumsitzen und abwarten, bis dieses Monstrum fertiggestellt war. War nicht gut. Jetzt die Nymphe. Ist das eine Nymphe? Ne, ist Nymphe. Die Namen immer, ey. Werden wir schon angegriffen? Nein. Ah, jetzt gehen wir. Ah, da oben. Werden wir schon angegriffen. Hey, 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 lass meine Viecher am Leben. Meine Viecher. Und alle geheilt. Das ist schon auch geil. Ah, da steht gleich eine Burg. Kaputt das Ding. Mädels. Warum habe ich jetzt eigentlich einen Orbock für diesen Kacksong? Niemand weiß warum. Es ist cool, dass sie ihren Angriff aufrechterhalten können, obwohl sie hier oben nur auf den Sack kriegen. Ja, Taktik ist alles. Yes. Aha. Stärkung. Ach.
wurden wir nicht angegriffen. Läuft gut. Deine Musik ist scheiße. Jungs, läuft nicht gut für euch, hä? Ah, diese Namen immer. Das Portal war geladen. Nun war die Armee des chaotischen Bösen nicht mehr aufzuhalten. Kontinuierlich floss Nachschub aus dem Portal. Bentos war verloren. Außerdem hast du gelernt, mit Portalen zu denken. Boah, du bist ja ein 1000-Sasser. Was rede ich? Ein 1500-Sasser. Doch ein weiteres Portal galt es zu befreien. Dieses lag im Untergrund und wurde von den Ordensrittern eingedämmt. Erst immer wenn noch ihr Tempel zerstört war, würde dieses letzte Portal bereit sein. Das Portal, von dem alles abhing. Ja, mach die Tür auf, lass knallen. Hab Bock auf Action. Taktik. Boom. Weg im Nass. Ah, er macht Verluste, Kenners. Muss ein bisschen auf. Schön nach Reihenfolge hier. Vernichtet die Kirche. Ja, das gefällt mir doch. Das ist doch meine Aufgabe, genau nach meinem Geschmack. That's the shit I like, dude. Hör mal auf, die Jungs überall stehen zu lassen. Die brauchen wir noch. Der Tempel von Bentos fiel mit garstigem Getöse in sich zusammen. Die Dämonen hatten die Stadt erobert. Das Portal im Untergrund war befreit. Es war anders als die anderen Portale. Es war nicht nur eine Verbindung zwischen den Welten, sondern es barg auch etwas in sich. Das chaotische Böse.